dass sich hinter ihrem sonst stets so fröhlichen Lächeln ein trauriges Geheimnis verbirgt, ist fast nicht zu glauben. Doch es stimmt, Beatrice Egli, 35, musste ein schlimmes Krebsdrama verkraften. Was für ein Schock! Meine Tante ist leider vor ein paar Jahren an Brustkrebs verstorben. Das war nicht einfach, erzählt sie laut Neue Post. Die sympathische Sängerin war noch sehr jung, als die Schwester ihrer Mutter Ida, 58, erkrankte. Deshalb schien das alles für mich weit weg zu sein. Ich konnte eigentlich gar nicht richtig begreifen, was da passiert. Und doch spürte sie die große Hilflosigkeit, die alle lähmte. Ich habe miterlebt, wie sehr es meine Cousine, die fast gleich alt ist wie ich, und meine Mutter mitnahm, erinnert sie sich. Für mich und die gesamte Familie war es eine sehr traurige Zeit. Vom einen auf den anderen Tag bestimmt, Beatrice hat einen Weg für sich gefunden. Um dem Krebs so gut wie möglich vorzubeugen, hat Beatrice für sich einen passenden Weg gefunden. Ich versuche, gesund zu leben, mit ausreichend Bewegung und gutem Essen. Außerdem gehe ich zur Vorsorgeuntersuchung. Die Schweizer Metzgertochter will ihr Leben auf keinen Fall von der Angst vor einer Krankheit bestimmen lassen. Wichtig ist, solche Sorgen ab und an zu vergessen und sich auf das Schöne zu konzentrieren, sagt sie fest. Mir ist klar, dass alles auf der Welt passieren kann, trotzdem wäre Angst der falsche Begleiter.